Herzlich willkommen in der Österreichischen Nationalbibliothek. Mein Name ist Solveig Rumpf-Dorner und ich bin Mitarbeiterin der Sammlung für Handschriften und alte Drucke. Ich begrüße Sie zur Veranstaltungsreihe Das besondere Objekt und freue mich, Ihnen die Unicorno Observationes Novae als das neue besondere Objekt vorzustellen. Die Fürsten der Renaissance und des frühen Barock sammelten in ihren Kunst- und Wunderkammern nicht nur besondere Artefakte, sondern auch Wunder der Natur. Unter diesen Objekten fand sich so manches sogenannte Horn eines Einhorns. Dieses war meist lang, schmal und spiralförmig gedreht, wie man es von keinem anderen Tier in Europa kannte. Diese Hörner wurden aber nicht nur wegen ihrer besonderen Form geschätzt, sondern auch wegen ihrer geheimnisvollen Eigenschaften. Es hieß nämlich, dass sie Gifte neutralisieren und die verschiedensten Beschwerden heilen könnten. Auffällig war allerdings, dass man zwar Einhornhörner teuer kaufen konnte und dass Reisende berichteten, außerhalb von Europa Einhörner gesichtet zu haben. Trotzdem bekam man in Europa nie ein lebendes oder totes Einhorn zu Gesicht. Dennoch fanden sich viele Abbildungen von Einhörnern, meist Ziegen- oder Pferdeähnlichen Paarhufern mit teilweise recht unterschiedlichem Erscheinungsbild, auch in naturwissenschaftlichen Werken. 1828 veröffentlichte der Kopenhagener Medizinprofessor Caspar Bartholin einen Traktat, in dem er die Beobachtungen und Zweifel verschiedener Gelehrter zu den Einhornhörnern festhielt. Er beschreibt darin auch das Seeeinhorn, das er allerdings noch als Fischart erkannte. Nach Bartholins Tod lieferte sein Schwager Ole Worm den ersten Beweis für die Existenz des Seeeinhorns. Worm hatte in Kopenhagen eine bedeutende Schausammlung von Naturalien aufgebaut und darin fanden sich Narwalschädel, die noch mit dem dazugehörigen Horn verbunden waren. Worm identifizierte dieses angebliche Horn als Zahn. Thomas Bartholin, der Sohn von Caspar Bartholin, führte die Arbeit seines Vaters und seines Onkels Ole Worm fort. Er veröffentlichte ein Buch über gehörnte Wesen in Geschichte, Legende und in der Natur. De Unicorno Observationes Novae, neue Beobachtungen über das Einhorn. Darin tritt der Narwal nun endgültig an die Stelle des Landeinhorns. Ich hoffe, es waren interessante Aspekte für Sie dabei und ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem besonderen Objekt, das von 17. Jänner bis 19. März im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek zu sehen ist.